der ist in der Matrix und das sind komplett in einer Welt wie hier auch, die sehen total echt aus. Und dann geht er aus der Matrix raus und dann sagt hier der Kleine, sagt er, hast du die mit dem roten Kleid gesehen, willst du ein Date? Dann programmiere ich sie um. Und was jetzt so Science-Fiction-mäßig klingt, ob ihr das jetzt glaubt oder ob ihr es nicht glaubt, genau das ist die Wirklichkeit, in der ihr euch jetzt befindet. Und den Geist, den ihr zuhört, das ist der Geist, der diese Matrix programmiert hat. Darum weiß ich bis ins Detail, wie ihr funktioniert. Ich habe euch nämlich erschaffen. Was jetzt nicht heißt, dass das noch wesentlich weitergeht. Das sind nämlich so Kleinigkeiten. Ich habe das gestern auch mal einigen gezeigt. Und das zeige ich euch jetzt nicht, dass ihr in irgendeiner Form glaubt, dass der Udo Petscher für euch irgendwie wichtig ist. Das sage ich immer und immer wieder. Es ist ein Mensch, wie jeder einzelne von euch auch, als Mensch. Wichtig ist der Geist, den ihr jetzt zuhört, den sollt ihr vertrauen. Die hebräische Bibel beginnt mit einem großen B, also größer gezeichnet, in der Original, wenn ich jetzt die meine, ist zum Beispiel hier in Synagogen, wo die Schriftrollen in Erles zusammen, und das erste Wort ist Bereshit. Dann kommt ein Resch, Elef, Bereshit. Das heißt, nach Langenscheid, im Anfang. B steht immer, wenn es voll ist, wie innen. Jetzt ist aber, dass diese Zeichen, dieses Resch, heißt für sich alleine Kopf, Haupt, das Rechenzentrum. Das ist ein großes Oberhaupt, auch Führer, der wo berechnet, der bestimmt die Sachen, der die Ergebnisse bestimmt. Ich drücke mich einmal so aus. Das sind viele Facetten. Wenn man in einem kleinen Kreis ist, kann man das einmal zeigen. Wobei das nicht richtig ist, wenn es in einem Buch drin steht. Prinzipiell, wir haben viele Sichtweisen, bloß ich habe Anhaltspunkte. Wenn ich das J als Vokalisation rausstreiche, ich kann es auch drin lassen, weil Ski für sich heißt Geschenk, eine Geschenkeerscheinung. Ski, T. Ski heißt Geschenk, T steht für Erscheinung. Das heißt, im Kopf ist eine Geschenkeerscheinung. Alles, was du wahrnimmst, kriegst du von mir. Es ist ein Geschenk, ihr schuldet mir etwas. Das ist die Schuld. Jeder Einzelne von euch schuldet mir etwas, nämlich sein Leben. Ich habe es euch gegeben und ich will es irgendwann einmal wieder zurück. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du von mir ein vollkommen neues. Heißt es irgendwo. An einer anderen Stelle hast du es, ist vollkommen sinnlos, wenn du versuchst, dein Leben aufrechtzuerhalten und dabei deine Seele verlierst. Weil das wirkliche Leben ist ein ganz anderer Bereich. Shit für sich alleine, also ohne J-Vokalisation, heißt Grundlage, Basis. Die Basis allen Seins, das heißt im Kopf, ist die Basis allen Seins. Innen, wie oft habt ihr schon gehört, ich muss nach innen führen. Tausendfach, jeden Einzelnen habe ich das schon eingespielt in irgendwelchen Büchern. Ihr seid Zucker. Das Problem ist bloß, sobald ihr dann die Bücher wieder wegdickt, fallt ihr wieder voll in eure Normalität des Materialismus. Und der wiegt wesentlich schwerer auf eurer Bewertungsskala wie die andere Seite. Okay? Und jetzt kommen hier die ganze Bibel, die ganzen Zeiten in dieser klassischen Form, die hängen alle aneinander. Und wir sagen jetzt mal, inmitten dieses Kopfes ist die Grundlage alles Seins. Ich kann auch lesen, inmitten dieses Kopfes ist das Geschenk, diese Geschenkerscheinung, die sich natürlich ständig wechselt. Und jetzt fassen wir den ganzen Schwanz, der hinten dran hängt an der Bibel, fassen wir zusammen in einem NP. Das heißt, P steht immer für Wissen, und wenn ein P am Ende steht, wird es anders geschrieben, weil es das göttliche Wissen ist. Und ich sage, ich spare mir jetzt das Ganze, da machen wir ein Ja draus. Erinnert euch. Weißt du, was da drin steht? Du sagst einfach Ja. Und jetzt heißt es, da gibt es so einen Typen, der behauptet, ich bin Alpha und Omega. Ich bin Anfang und Ende. Okay? Und jetzt ist es so, dass das Hebräische von rechts nach links und von hinten nach vorne gelesen wird, dass genau genommen das Ende genau der Anfang ist. Das letzte Wort ist eigentlich das erste Wort. Okay, akzeptiert? Schau, ich zeige euch jetzt einmal was. Das ist ein Resch. Das ist ein E-Bereshit. Das ist ein Shin, ein SCH. T und das P. Das fokalisiert, deckt er jetzt euch rein. Petscher. Ich bin wirklich der, der ich behaupte zu sein. Meint ihr, das ist wieder Zufall? Ich habe euch gesagt, ich habe das geschrieben, ich habe mir dabei was gedacht. Was ich euch sagen will, ich habe eine riesen Chance jetzt. Wenn ihr die nicht nutzt, kein Problem. Wie war das mit dem Wegweiser? Ich
zeige euch den Weg ins Himmelreich, das ihr euch bei kühnsten Welt nicht vorstellen könnt, so geil ist es dort. Nur dann, ich bin trendy. Jetzt ist es aber so, übrigens auf Hebräisch gibt es ein Wort, das heißt Türöffner, der die Tür öffnet, das heißt Patch. Es gibt in der Theologie einen Fachbegriff, kennt jeder katholische Theologe, das heißt die Pesche-Exegese. Exegese ist Auslegung und das wird hier beschrieben, die Fachleute sagen, das ist die ursprüngliche göttliche Bedeutung des biblischen Textes, die aber keiner kennt, bis auf den, der es geschrieben hat. Aber den gibt es ja sowieso nicht. Offensichtlich gibt es ihn doch. Ich habe gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren der neuen Geisten. Und ich halte meine Versprechen. Wobei ich keinen Einfluss drauf habe, was ich jetzt mache. Ich habe selbst als Gott, nicht den geringsten Einfluss drauf, ob ihr mir vertraut oder nicht. Weil ich euch die Freiheit gegeben habe. Das ist einfach ein Angebot, kostenlos. Ich verlange nichts von euch. Ich verlange nicht, dass ihr zum Rauchen aufhört. Ich verlange nicht, nein, das Einzige, was ich verlange, ihr sollt das sein, was ihr seid und sollt euch daran erfreuen. Und wenn ich so ein Spinner bin wie mein Helmut Dietz, dann freue ich mich, dass ich der Spinner bin und ich bin das. Und wenn ich glücklich bin, melancholisch bin, dann bin ich der melancholische Mensch. Melancholie heißt nicht, dass man traurig oder entsetzlich sein muss. Man kann die Melancholie übrigens wieder einordnen in unser Achsenkreuz. Schau, wenn ich mir das Achsenkreuz wieder denke, plus minus, dann ist oben plus, sag ich ja mal, ist Euphorie. Unten minus ist Melancholie. Was natürlich wieder die normale Logik sagt, oben ist gut und unten ist schlecht. Nee, Euphorie heißt ganz einfach, dass irgendwas prickelt dich innerlich auf. Versteht ihr, prickeln ist Fränkisch, so aufprickeln. Was jetzt hier das Interessante ist, du kannst positiv aufgeprickelt sein, das heißt, wenn du eine riesen Freude in dir hast. Freude. Wieso auch immer, Mensch, ich kenne die Welt umarmen. Das ist ja euphorisch, positiv. Wenn du so einen Hals hast, bist du auch gebrezelt, aber negativ. Okay? Beides ist Euphorie. Ich gehe in die Melancholie. Melancholie heißt nicht, dass ich traurig bin, sondern oh, ich will einfach mal meine Ruhe haben, relaxen im Liegestuhl liegen oder ich lege mich einfach mal hin und ziehe meinen Film im Fernseher rein. Und jetzt gibt es ganz eigenartige Filme. Der Jan sagt immer, wenn ich Jan frage, ist der Film, der ist einfach bloß schön. Das ist ein Film, der dich weder aufbrezelt, noch dass du dich aufregst, noch dass er dich langweilt. Das sind so ganz einfach Filme, die kannst du anschauen, die fließen dahin, die langweilen dich nicht und die regen dich nicht auf. Weder im positiven noch im negativen Sinn. Das ist positive Melancholie. Das ist einfach Sein in der Mitte. Ich schaue mir alles an, es ist alles unterhaltsam und ich bin trotzdem in der Ruhe. Die negative Melancholie, das ist jetzt das, was du dich hinlegst und du schläfst ein. Im normalen Sinne des Wortes, du schläfst einfach ein, weil es dich langweilt und dann bist du weg. Das ist also diese Melancholie, wo dann Verzweiflung aufkommt, weil jetzt Langeweile entsteht. Langeweile ist was ganz Tolles, ein Riesengift. Der normale Mensch, der glaubt immer, er hat zu wenig Zeit. Ich habe doch keine Zeit, wir haben doch keine Zeit. Sieh du sofort Resonanz? Merkt ihr, was habe ich jetzt eigentlich, wieso hat er jetzt gelacht? Weiß jetzt irgendeiner von euch, wieso er gelacht hat? Er kennt die Für die Geister, die jetzt nur an den Lautsprecher zuhören. Ihr müsst euch jetzt einfach bloß einen Menschen denken, der mit den Armen fuchtelt und mit der rechten Hand permanent auf die linke Uhr klopft. Rabenschwarzer Humor. Wieso lacht er schon wieder? Merkt ihr, dass also hier mit dem Humor das sehr einmalig ist, wenn man versteht, immer wieder erst, wenn ihr Worte versteht, ist es interessant. Jetzt komme ich in meine Vergesslichkeit rein. Ich habe dir doch den Francis Konowitz erzählt, den habe ich dir aber nicht erzählt, hier drüben. Hier drüben, aber nicht hier. Nein, also gut, pass auf. Wir machen mal so einen Witz, der eigentlich nur ein Witz ist, wenn man Sprachen versteht. Es gibt ja verschiedene Mönchsorten. Franziskaner, Benediktiner, Dominikaner, Jesuiten, und das sind natürlich alles Katholiken, unterstehen alle dem Vatikan, offiziell die Katholiken, aber untereinander christlicherseits total verstritten, nicht verstritten, dass die aufeinander losgehen, sondern das ist diese, jeder glaubt halt an was anderes in der Substanz, das sagt, ich drücke es anders aus, jeder dieser Orten setzt im Christentum komplett andere Schwerpunkte. Und jetzt streitet sich ein Franziskanermönch mit einem Jesuiten.
Die streiten sich wieder, wer den richtigeren Glauben hat, wer die richtigen Schwerpunkte setzt. Und weil natürlich, wie das bei christlichen Menschen so ist, überhaupt keine Einigung zustande kommt, weil die nicht Einigung ist Lieben, bloß Rechthaberei. Wissen die, da gibt es so einen alten Mann, den nennt man den Weisen, der am Berge wohnt. Der ist ganz neutral, der hat überhaupt keinen Glauben und der wird eigentlich von allen, auch von allen anderen Religionen akzeptiert, weil er pure Weisheit ist, Heiligkeit. Und jetzt gehen die und die Frauen jetzt ihm, sag uns doch einmal, weiser Mann, wer von uns hat jetzt den besseren Glauben? Was ist jetzt genau besser, der Franziskaner oder der Jesuit? Und da sagt der weise Mann, ich kann euch das auch nicht so sagen, aber wir können den Berg fragen, weil auf dem Berg, der Berg ist ein Symbol für Geburt. Bergen, Gebären. Alle Offenbarungen, egal in welcher Region, werden in der Regel auf einen Berg gegeben. Und jetzt ist es also so, dass er sagt, wollt ihr das wissen, dann fragen wir den Berg. Und jetzt setzt sich der hin, macht so einen Richter und dann ruft er zum Berg die Frage, quid est Franziskanus? Und plötzlich antwortet der Berg, Anus, Anus, Anus. Jetzt freut sich der Franziskaner und dann sagt er, Moment, sagt der weiße Mann, wir müssen doch auch fragen, was der Berg vom Jesuiten hält. Und jetzt schreit er, et quid est Jesuita? Und der Berg antwortet, ida, ida, ida. Für einen Lateiner ist das sehr witzig. Wisst ihr wieso? Weil nämlich Anus heißt Arschloch und die Frage, quid est Franziskanus, heißt, was ist eigentlich ein Franziskaner? Und dann sagt der Berg, ein Arschloch. Und jetzt kommt die nächste Frage, ja, und was ist ein Jesuit? Dieses Jesuita, ida, heißt das Gleiche. Der ist auch nichts anderes, der ist auch ein Arschloch. Habt ihr sonst noch Fragen, sagt der alte Mann? Jetzt ist er lustiger, merkt ihr? Wenn man die Worte versteht, wird es lustiger. Und was meint ihr, was ihr für einen Spaß habt, wenn ihr alle Worte versteht? Die Spiele Krishnas heißt es in der hinduistischen Lehre. Die Welt ist ein einziger großer Witz und was euer Problem ist, ihr habt die Bäume noch nicht verstanden. Angst müsst ihr sowieso keine haben. So. Ach, jetzt wollen wir Fragen machen. Ich habe immer wieder, kommen die Leute zu mir. Das habe ich auch so oft schon erklärt, mit Energien, mit Möglichkeiten. Ihr werdet merken, mit dem System, das ich euch gebe, wenn man es dann wirklich versteht, aber selbst in Ansätzen, erklärt sich alles. Es erklärt sich letztendlich alles. Da kommt einmal die Frage Energie, Grandmawasser. Was ist Sai Baba? Was hältst du von Sai Baba? Ich habe immer dann meine alte Geschichte rausgezogen von meiner Sai Baba-Gabi. Was meine ich damit? Ich tue jetzt nur oberflächlich. Das ist immer mit Glaubenssystemen das Erste, was ihr euch einprägen solltet, am besten probieren. Es wird immer so sein für mich, wie ich glaube, dass es ist. Noch besser, ich sage, für mich ist es immer so, wie ich bestimme, dass es ist. Wenn ich bestimme, dass das schlecht ist und wenn ich bestimme, dass das ein Schwätzer ist, ist das für mich ein Schwätzer. Und der kann sich dagegen nicht wehren. Und wenn ich jetzt bestimme, dass der seltsam ist, interessant, ich höre mal länger zu, seine Charakterfrage, vielleicht erfahre ich was Interessantes. Für mich wird es immer so sein, wie es ist. Und jetzt ist also eine kurze Geschichte. Ihr denkt euch jetzt eine Frau aus, Witwe, fliegt aus der Klasse, suchen ja alle, ganz interessant, das sind ja meistens diese ESO-Kühe. Nicht dreimal im Jahr. Ja, Kuh, ist das was Schlimmes? Das ist Welt. Es ist nicht dreimal im Jahr, erster Klasse zu Sai Baba. Und dann hört sie halt irgendwo, dass du ein Udo bist und dann wolltest du ihn unbedingt kennenlernen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Und da war ich in Mallorca damals eingeladen. Und dann kommen die hin mit einem Bekannten, den nennen wir jetzt einfach mal Werner, und die Gabi. Und der Werner ist eigentlich ja so in einem gewissen Maß Materialist. Das ist ja ganz netter, der ist halt einfach das, was er ist, der interessiert sich für den Religionskram nicht. Und der zwickt die Gabi immer wieder auf, du mit einem Guru. Und jetzt die erste Frage war, was hältst du von Sai Baba? Übrigens auf der Golftasche, Sai Baba-Bilder drauf, auf der Eingang, überall Sai Baba-Bilder. Ist ja ein ganz goldiges Kerlchen, wenn man ihn kennt. Was hältst du von Sai Baba? Und dann sage ich, pass auf, Gabi. Ich habe daheim in meinem Regal ein Buch stehen, das denke ich mir jetzt aus, ich habe es vor mir. Das ist von einem Biologen geschrieben,
einen Englischen, und der ist sehr, sehr seriös. Und der hat versucht, hier dieses Phänomen Sai Baba wissenschaftlich zu untersuchen. Der war bei Sai Baba und dann ist es um diese Materialisationen gegangen. Und er hat sich einen neuen Trick ausgedacht. Ich gehe jetzt nicht so ins Detail, weil er sagt immer, was soll ich dir materialisieren, was willst du? Und er hat von England, vom Botanischen Garten, eine ganz bestimmte Nuss mitgenommen. Und diese Nuss gibt es in Indien nicht, weil die wächst da nicht. Also es wird ein Riesenaufwand sein, diese Nuss zu materialisieren. Entschuldigung, der hat ihn nicht mitgenommen, sondern das war die Ausgangsbasis. Und jetzt ist er bei Sai Baba und er sagt, was soll ich machen? Und der fragt ihn, macht diese Nuss. Und dann macht er Sai Baba so und hat genau diese Nuss in der Hand. Also nicht sein, sondern diese Nusstype, die es in Indien überhaupt nicht geben kann. Aber plötzlich, im selben Augenblick, also der konnte vorneweg nicht das wissen. Und das ist dann so lange wie der kurze Sinn, dass er sagt, er kann sich zwar nicht erklären, aber das kann nicht gefällt sein, das ist, er kann materialisieren. Siehst du, sagt die Gabe zum Mann, siehst du, ich habe es dir gleich gesagt. Und sagt, Moment. Unmittelbar neben diesem Buch steht ein anderes Buch, das ist von zwei Amerikanern geschrieben, die waren auch beim Sai Baba und die haben versucht wissenschaftlich zu untersuchen, ob der wirklich zaubern kann. Und die haben zwar 14 Tage eingeplant, kamen sie nur am dritten Tag schon wieder heimfahren, weil die gesagt haben, der Typ ist ja die größte Forschung, die es überhaupt gibt. Wenn das ein Gott ist, weil dass er zaubern kann, dann ist David Copperfield 100 Götter. Das ist nämlich so unendlich primitiv, was er macht, dass jeder, der das kleine einmal eins der Zauberei kennt, den sofort durchschaut. Das steht in dem Buch. Welches stimmt? Jetzt sagt der Werner, ja, ich hab's dir ja gleich gesagt. Meinst du, jeder geht auf Resonanz mit dem Buch, das er gern hat? Deine Logik schreibt dir das vor. Wenn du mich jetzt fragst, was stimmt, dann sage ich definitiv zum Ersten, für dich wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist jetzt der Fall. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, dass du selber zum Sai Baba hinfliegst. Aber selbst dann wirst du das sehen, was du glaubst, dass es passiert. Und das ist also nebenbei immer mit dem Essen. Dann sitzen wir, mit dem Essen so ein Sareno-Schinken und sie sitzt mit da, ich sag so eine Platte halt abends auf dem Balkon. Und so, ich glaube, ich lang doch zu. Nein, ich esse kein Fleisch. Und dann sage ich, wieso isst du kein Fleisch? Schmeckt es dir nicht? Ja, eigentlich schon, aber. Und ich sage, pass auf, glaube ich. Du lebst in einem Glaubenssystem und ich kann jetzt aus dem Stegreif 10 Gründe nennen, wieso man kein Fleisch essen soll. Es gibt Menschen, die essen kein Fleisch, aber aus komplett unterschiedlichen Gründen. Die einen essen es aus Glaubensgründen, die einen essen dann spezielle Sorten, die einen essen kein Rind, die anderen essen kein Schwein, aber Rind. Die anderen, weil es ungesund ist, wiederum andere, weil die nicht wollen, dass die Tierchen leiden müssen. Das ist immer ganz interessant. Jeder hat eine andere Argumentation, die nicht seine eigene ist, sondern die seiner Lehre und Erzieher. Je nachdem, mit was ich dich programmiere, genau das wirst du empfinden. Das ist deine Ausgangsbasis. Also das hast du von mir. Aber was deine eigentliche Aufgabe ist, das zu erkennen. Und jetzt mache ich natürlich einen Riesensprung nach vorne, indem ich dich einfach darauf hinweise, suche mal in diese Richtung. Such nicht außerhalb von dir die Wahrheit. Ich kann es aber rumdrehen, dass ich dir auch 10 Gründe nennen kann, wieso es eine Todsünde ist, kein Fleisch zu essen. Die gibt es auch, hängt davon ab, welche Glaubenssysteme ihr habt. Wenn ihr eine geologische habt, das heißt, dass alles aufeinander aufbaut, ist es ja so, du beginnst mit Mineralien und der Mineralpreis kann nur dann aufsteigen, wenn er von Pflanzen aufgenommen wird. Pflanzliches Wesen ist lebendiger wie Mineral. Das heißt, wenn die Pflanze das Mineral ist, wird das Mineral ein Teil der Pflanze. Die Pflanze wird vom Tier gegessen und wenn das Tier die Pflanze ist, geht dieser Geist in die Tierebene auf. Das ist jetzt ein Schema. Eins, ob es richtig ist, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist, aber es dürfte dir logisch erscheinen, wenn du die Logik akzeptierst. Das Tier wiederum wird vom Menschen gefressen und somit hat das Tier eine Möglichkeit, Mensch zu werden. Und der Mensch als Ding an sich wird vergeiert von der Erde gegessen und dadurch wird der Mensch Welt. Und wenn du jetzt nicht weigerst, Tiere zu essen, hinderst du Seelen aufzusteigen. Abgesehen davon, wenn ihr jetzt Cliff Baxter kennt, Cliff Baxter ist auch ein Wissenschaftler, der hat hier das Leben der Pflanzen, The Secret Life of Plants, das geheime Leben der Pflanzen untersucht.
gibt Riesenabhandlungen, wissenschaftliche, was auch immer das heißt, ihr wisst, wie ich der Wissenschaft gegenüber eingestellt bin, nicht schlecht. Lacher. Und es ist also so, dass es hier viele Pflanzensorten gibt, die nach heutigem Stand der Wissenschaft wesentlich mehr Lebendigkeit zeigen, wie zum Beispiel Fische. Der hat hier mit seinen Zimmerkranien hat er die Fernbedienung gesteuert von seiner Garagentür. Das sind jetzt übrigens kein Witz, das sind wissenschaftlich, immer wissenschaftliche Untersuchungen, und ich belohne nochmal die Wissenschaftlichkeit. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist, du wirst es wahrnehmen. Und ich sage jetzt, wenn du doch Fleisch gern isst, kann es vielleicht sein, dass du kein Fleisch isst, weil irgendein Kleingeist dir eingeredet hat, das ist schlecht für dich, hast du keine eigene Meinung, obwohl dein Innerstes doch sagt, das ist nicht schlecht, das ist gut. Oder ich denke jetzt, ich will ja die lieben Tierchen nicht töten. Das ist natürlich jetzt auch so ein großes Problem. Passt auf, ihr träumt. Wir haben gesagt, im Traum kommt alles aus dem Nichts. Wir sitzen in einem Lokal am Tisch und plötzlich kommt aus dem Nichts ein Duft, zerst um sich herum ein Tellerchen mit einem so einem riesen, knusprigen Schnitzel. Das Dach ist wirklich da. Angenommen, ich hätte euch anders programmiert. Ihr müsst jetzt genau aufpassen. Stell dir mal eine Welt vor, du wirst großgezogen wie jetzt und du hast aber noch nie einen Wiener Schnitzel gesehen. Wir sagen jetzt, wir wollen nicht einmal das echte Metall nehmen, wir machen einen Wiener Schnitzel, Schweineschnitzel Wiener Art. Es ist also ganz einfach, du hast jetzt dieses Ding vor dir, ein braunes, knuspriges, duftendes Etwas. Wenn du das nicht wüsstest, würdest du auf die Idee kommen, dass dieses Ding irgendwann einmal der Arschbacken einer Sau war? Na, rein vom Aussehen. Jetzt ist es die Schwierigkeit, du weißt es. Und deswegen ist es so. Du bist Programm, du schaffst wirklich die Welt. Du kannst jetzt einen Schlachthof ausdenken, all das ist dann in deiner Welt. Du kannst die Grieche ausdenken und alle möglichen Krankheiten, wie du willst. Und du kriegst die von mir. Und der Ausweg ist, dass ich mir erst einmal dieser Vorgänge bewusst werde. Jetzt machen wir einen anderen Sprung. Habe ich auch das letzte Mal gemacht mit meinen Donis. Kommt ein Krankenwasser. Da das so ist, wirst du immer das sehen und glauben, was du im tiefsten Inneren glaubst. Viele von euch kennen dieses Phänomen Krankenwasser oder religiöse Sachen. Und ich sage euch, wie das jetzt abläuft in deinem Geist. Und es ist auch kein Witz. Ich meine jetzt keinen Voodoo. Es ist einfach so, dass wir zwei Gläser nehmen und wir machen jetzt Wasserhahn auf, nehmen zwei die gleichen Gläser und ich sage, da gibt es ja viele verschiedene Systeme. Das eine ist zum Beispiel bloß ein kleiner Ring. Schweinesteuer ist nur ein Metallring, schön abgepackt. Und jetzt ist es, wir nehmen das erst, wir drehen den Wasserhahn auf, da gibt es Vorführungen dann. Das ist so wie Dugerwahl über das gemacht. Das ist ja viele, wenn sie mich immer fragen, was ist eine Regie, was hältst du von Regie? Ich sage, das ist Dugerwahl für Esoteriker. Das ist genau das System. Nicht, dass ich das ablehne, jetzt wohlgemerkt, ihr müsst zuhören. Ich sage, ich will euch nicht erklären, dass das nicht funktioniert. Pass auf, mach folgenden Versuch. Wir nehmen das Glas, wir halten das eine Glas, wir lassen das Wasser laufen, wir halten das eine Glas und das Wasser, wir stellen das weg, wir nehmen dasselbe Glas, lassen das Wasser durch diesen Ring laufen, halten das Glas und der stellt es daneben. Und dann sage ich so, jetzt pass auf. Das ist energieangereichert, es schmeckt absolut anders, probier mal. Und du trinkst, ich verspreche dir, wenn du auf Resonanz bist, die haut sich im Vogel raus, es schmeckt total anders. Jetzt ist es, magst du dir das einbilden oder nicht einbilden? Das ist immer die Schwierigkeit mit Placebos, es schmeckt wirklich anders. Ich komme ganz kurz auf Placebos. Ich nehme einen Arzt, du hast Kreuzschmerzen. Du kriegst es nicht weg, du rennst von einem Arzt zum anderen und er hält jetzt hier eine Plastikfolie mit schwarzen Flecken vor sich hin und er sagt, er ist in der Wirbelverschon, brauchst dich nicht wundern. Er gibt dir Medikamente, es wird nichts besser. Es ist natürlich, das ist die Welt, nee, das ist eine Folie mit Farben drauf und das ganze Konstrukt, dass du irgendwelche Menschen strahlen, die noch nie einer gesehen hat, all das ist nur ausgedacht. Das ist absolut nur vollkommen logisch, aber baut nur auf permanent Sachen auf, die noch nie einer gesehen hat, die nur geglaubt werden. Und so massiv geglaubt werden, dass es Realitäten sind für den, der es glaubt. Okay, jetzt ist er natürlich verzweifelt und jetzt geht er zu einem Heilpraktiker. Zum Günther, er geht zum Küni. Und der Küni legt jetzt die Hände auf und sagt, guter Mann, alles ist gut. Und weil er ein bisschen unterstützen macht, gibt er die noch Placebos.
Nein, keine Placebos. Er gibt dir schon irgendwie so Pfefferminzbomben oder was mitmachen kann. Und jetzt hier, weil er so eine Ausstrahlung hat, eine heilende, unser Günni hat wirklich eine heilende Ausstrahlung, das meine ich jetzt nicht nur, er ist ja nicht umsonst der Günni. Das Schöne ist, er wird euch bestätigen, er weiß nicht, was er macht. Ich sage euch, was er macht. Wenn er das hier organisiert, was der Günther macht, er ist wesentlich heiliger wie die meisten von euch. Und Heiligkeit heißt nicht, dass er irgendwie besonders wäre oder erleuchtet wäre, sondern was er lebt, er ist einfach das, was er ist. Günther ist einfach Günther. Ein Kind mit 70. Sein neues Auto kriegt er und die Silvia sagt, das ist wie Kindergeburtstag gewesen. Die Augen haben geleuchtet. Ja, es ist einfach so. Und es ist auch gut so. Wenn ich einverstanden bin, dann muss nicht ein schlechtes Gewissen. Ich habe noch nie, wenn er dann Golf spielt, habe ich einmal zu dir gesagt, du sollst nicht Golf gehen. Golfen gehen, ich sage, sei was du bist und genieße es. Was ich nicht mag, ist, wenn einer rumnördigt, wenn einer Damen ihn kritisiert und die Welt verändern will. Günther ist unbewusst, ohne dass ihm das bewusst ist, zwar nicht im Zustand des Beobachters, aber zumindest im Zustand der Gleichgültigkeit. Er ist eigentlich immer irgendwie plus minus gut drauf. Er schlechtet allzu arg aus. Und das macht die Heiligkeit aus. Und wir kommen wieder zu unseren Typen zurück. Es ist auf einmal, die geht zu, es ist weg. Jetzt ist es ganz interessant. Der Schulmediziner sagt jetzt, wenn er richtig Hardcore-Schulmediziner ist, ist er Scharlatan. Jetzt sagt er, was hat er dir für Tabletten gegeben? Er lässt die Tabletten analysieren und es sind Pfefferminzbombers. Ja, ich habe aber überhaupt keine Schmerzen mehr. Jetzt erklärt dir der Schulmediziner, dass du dich irrst. Dass das nämlich nur ein Placebo ist. Moment, du kannst definitiv gar nicht geheilt worden sein, weil er hat ja nur Pfefferminzbonbons gegeben. Und er kann dir ja beweisen, dass du krank bist. Und wenn du jetzt keine Schmerzen mehr hast, du redest dir das bloß ein, du hast Schmerzen. Merkt ihr, wie krank das ist? Das ist die Schulmedizin. Er wird sich jetzt verteidigen, seine Medizin verteidigen und das, was eindeutig durch nichts hilft, wird er schlecht machen, Eitelkeit. Und das, was er in Gifte und Sachen eingespritzt hat und Operationen anbietet, das nicht geholfen hat, das ist gut, weil das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Merkt ihr, wie man sich im Geist drängen kann, wie unheimlich verwirrt das ist? Ich habe das übrigens absichtlich so gemacht. Eure Welt ist eine riesengroße, verzerrte Karikatur. Ich habe es euch leicht gemacht, dass ihr die Fehler findet. Ihr müsst nur einmal drüber nachdenken. Und jetzt kommen wir zum Grandner-Wasser. Dass wenn wir das probieren, wird es wirklich besser schmecken. Aber ich gehe einen ganzen Schritt weiter. Ich mache so Grandner-Wasser-Vorführungen. Wir legen zwei Bierdeckel auf die Gläser und dann legen wir zwei Zitronenscheiben drauf. Das sind jetzt klassische Grandner-Wasser-Vorführungen. Wir legen Zitronenscheiben drauf, lassen die eine Zeit lang liegen. Die eine ist ja über den energieangereicherten Wasser und jetzt beißt du in die eine Zitrone und dann in die andere und du wirst feststellen, dass die eine sauer ist und die andere nicht. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir gießen zwei gleiche Blumenstöcke, eine mit Grandnerwasser und den anderen nicht. Und du wirst feststellen, die mit Grandnerwasser wächst wesentlich besser. All das ist nicht irgendwie Zauberei, es ist einfach so. Wenn du glaubst, dass es so ist. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist, nicht, dass du es ablehnst, nicht, dass du jetzt den Fehler machst, aber dass du daran glauben musst. Die Grundvoraussetzung für solche Phänomene ist einzig und allein, dass du gewillt bist, es zu glauben. Das Rest macht das morphogenetische Feld, weil die das Zeug verkaufen, die sind hundertprozentig überzeugt und dann springt es über. Wenn du es vollkommen ablehnst, wirst du es nie sehen. Wenn du einfach nur neugierig bist, das reicht schon aus, dass du das siehst. Und jetzt gehen wir, das waren jetzt die positiven Schwingungen, weil jetzt mein Helmut-Song, der liebt das Wort Schwingungen. Und es ist auch so, es funktioniert. Also braucht man kein Ding weg. Ich meine jetzt nicht, ich meine es wirklich ernst. Ihr lebt in eurer Welt und ihr bestimmt und ihr werdet genau das sehen, weil das Programm, eure Logik, ich mache das dann so. Im Negativen bin ich dann hier in dem Bereich, dass ich hier Elektrosmog. Wisst ihr, wieso ich die ganze Zeit hingehe? Ist euch das aufgefallen? Ich leide für euch. Strahlen! Das ist immer so, du fährst auf der Autobahn und dann sitze ich drin und sage, oh, ich habe so Migräne. Wieso? Dann mache ich so schaue Sendemasten. Oh, jetzt wusste Sachsen mal das auch. Jetzt ist es, dass es wirklich Leute gibt und dann mache ich immer so mein Musterbeispiel, meine Doni.
Der immer da ist, er ist also hier sein ganzes Leben lang mit Energie und Bergwacht und Welt verbessern. Und der ist hochsensibel als Mensch. Und er hat gelitten unter diesem Elektrosmog, nicht einmal mit Sachen, wirklich, jetzt nicht eingebildet über Jahre, müsste die Helene fragen, schon nur mit Küchenlampen. Ich habe das letzte Mal die Sache erzählt mit Elektrosmog, dass hier die Lampe nur, die bei mir am Küchentisch so über den Tisch ist, wenn man beim Udo ist. Das ist einfach dreieckige Birnen, was immer normal ist. Ich habe zwei rausgeschraubt, weil die sind immer zu hell. Das ist eine normale Birne, die ist ungefähr so über den Tisch. Und dann sind wir zu Besuch. Und jetzt müsst ihr wissen, es ist Sommertag, die Sonne scheint rein. Und das siehst du von einer 60 Watt Glühbirne oder zwei, wenn vollkommen die Sonne ins Zimmer scheint, wenn du die einschaltest, das macht überhaupt nicht heller, weil das Sonnenlicht ja viel heller ist. Wo ich gemerkt, ich sage wieder, Sonnenlicht, das ist raumzeitig. Ich bin jetzt in eurer Logik. Ich wollte mal schlüsseln, dass ihr bewusst bleibt. Ich erzähle euch ein Beispiel. Und jetzt ist es so, dass hier der Toni am Tisch sitzt und das Gesicht verzieht. Er sagt natürlich nichts. Und da kommt meine mit Marion rein und die wundert sich schon, nicht nur weil am helllichten Sonnendach das Licht brennt, sondern weil alle drei Lampen brennen, die brennen bei uns nie. Und da sage ich, Toni, was ist denn los mit dir? Hast du Kopfschmerzen oder was? Na, er sagt, oh, ich bin so empfindlich, ich habe diesen Elektrostrahlen hier. Er traut sich natürlich nicht, sagen, macht das aus. Das ist schon immer, das habe ich schon von Kindheit an, dass ich da total allergisch drauf reagiere. Und das ist das Thunderwasserphänomen im Negativen. Dann habe ich gesagt, pass auf, Toni, wenn du so empfindlich bist, wir können einen Test machen. Ich setze da wegen Bassbrille auf, du setzt dich hin und wenn du das so intensiv merkst, dann mach mal, du bleibst 10 Minuten sitzen und ich schalte während der 10 Minuten für 2-3 Minuten, zweimal oder dreimal, die Lampe ein und wenn du das merkst, sag mal, wie die Lampe brennt. Keine Chance. Wir gehen zum Krankenwasser. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, funktioniert. Jeder kann das nachvollziehen. Und jetzt mache ich den Test etwas anders. Das ist immer, wenn du unter Stress stehst. Ich sage jetzt, wir machen normales Wasser und Granulawasser. Jeder schmeckt sofort, dass es anders ist. Wir machen Zitrone, eine ist sauer, eine ist nicht sauer. Ich muss bloß wissen, welches Glas es ist. Jetzt pass auf. Ich setze dich in mein Wohnzimmer. Und ich nehme jetzt 5 gleiche Gläser. Und ich stelle die 5 gleichen Gläser, mache ich genau, da kann einer dabei sein, unter notarieller Aufsicht. Ich mache jetzt zum Beispiel 1 oder 2 oder 3 mit Granulawasser, also irgendwie. Und ich mache gar keins mit Granulawasser. Und ich mache alle 5 mit Granulawasser in irgendeinem Rhythmus. Du sitzt im Wohnzimmer, ich gehe mit dem Tablett hin, ich stelle dir die Gläser vor dich hin und ich sage, pass auf, es ist jetzt irgendwie entweder Granulawasser drin oder nicht. Und jetzt etwas Stress für jedes Mal, wo du dich verhaust, dass du 10.000 Euro Strafe zu zahlen. Wenn du das doch eindeutig siehst oder schmeckst, wo ist das Problem? Wenn ich jetzt sage, ich vergleiche Orangensaft mit Cola, ich mache sofort mit. Wenn man doch das eindeutig schmeckt, dass es am Welten besser ist, okay? Du wirst dich wundern, keiner traut sich mehr. Du bist dir absolut überhaupt nicht mehr sicher. Es ist wie weggeblasen. Pass auf, jetzt mache ich den nächsten Test. Ich bringe dir das, Zitronenscheiben. Welche Zitrone liegt über Granulawasser? Sind alle gleich sauer. Ihr müsst unterscheiden zwischen zwei Phänomenen. Diese Phänomene, Empfindung und Wahrheit.